Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar wollen wir jetzt hier dieses Paket unboxen. Ich muss erstmal nur die Oberfläche aufmachen. Na, im Titel habt ihr ja bestimmt schon erkannt, was da drin ist. Ich muss halt nur das erste schon mal öffnen, dass man meine Adresse nicht sieht. So, ich richte euch mal nach unten. Na. So. Die Anker X 2.0. 4K Ultra HD. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Auf der Seite steht nichts. Hier auch nichts. Hier steht dann nur mal 4K Plus Ultra HD. Und hinten halt dann. Wobei das mit den 4K eigentlich ein Irrtum ist. Also jede Firma schreibt das rauf 4K. Hier steht halt auch nur Ultra HD. In Wirklichkeit ist es nur Ultra HD. Bei 4K ist Kinoformat. Das ist die Fernseher, an jedem Fernseher ist das auch dran. Der unterstützt das vielleicht, aber die Fernseher geben das halt so nicht wieder, wie es eigentlich sein soll, weil die Fernseher gar nicht die Pixelzahl haben. Bei 4K hat ein bisschen mehr Pixel links und rechts. Und was haben wir hier hinten? So, wir haben hier ein Android 8.0 System. Ein CPU ARM. Oh Gott, ich kann das nicht lesen. Core. Cortex. A53. Quad-Core. 64-Bit. 16 GB. Memory. System Memory. 2 GB DDR3. Ja, die hat auf jeden Fall mehr Power. Jetzt bin ich mal vom Optischen gespannt, wie sie aussehen wird. Ich habe ja, auf Bildern kann man ja immer, ja, da sieht man immer so ein bisschen was, aber wenn man sie so richtig vor sich hat, wir haben ein HDMI-Kabel dabei. Wir haben einmal den Stromkabel dabei. Wir haben einmal Batterien dabei. Die Fernbedienung ist wieder wie bei der alten Box an der Seite hier drin. So. Dann haben wir einmal die Fernbedienung. Oh, die sieht schick aus. Die ist ein bisschen dicker als die von der ersten Anker X, aber liegt jetzt alleine vom ersten schon mal sehr gut in der Hand. So, und dann haben wir jetzt die neue Anker X. Ich mache das mal hier zu, dass wir das hier daneben packen können. So. Packen wir die auch gleich mal aus. Wartet mal, ist ein bisschen festgeklebt. So, da. Oh, die ist ja klein und schnucklig. Oh, die ist ja klein und schnucklig. Ach, eine Antenne ist auch gleich schon mit dran. Cool. Ein Kartenslot haben wir auch. Mal gucken, ob er diesmal funktioniert. Wir haben USB 3.0. Ein AV-Anschluss, ein HDMI-Out, ein USB 2.0 haben wir auch noch, ein LAN-Anschluss, Strom und Antenne-In und LMB. Ich zeige es euch mal. Da. Da ist Antenne und LMB, USB 3.0, AV, HDMI, da oben ist der Kartenslot, USB, Strom und der LAN-Anschluss und eine schöne große Antenne. Ich mache natürlich mit LAN-Kabel ran. Ich werde die Antenne jetzt nicht nutzen. Und von vorne sieht er dann so aus. Wenn wir auch mal hier Folie abmachen. So. Also optisch finde ich ihn schön. Mit diesem weißen Strich, also silbernen Strich hier unten. Anker X 2.0 steht hier oben. Wir haben auch wieder hier indirekte Belüftung an der Seite. Auf der anderen Seite. Und oben natürlich auch. Hier ist auch, ich nicht wundern, hier ist auch eine Folie drauf. Kann ich euch das zeigen, dass man das irgendwo sieht? Hier, so sieht man das vielleicht ein bisschen. Aber die Löcher sind da, trotz Folie. Und ich werde die Folie natürlich jetzt noch nicht abmachen. Weil umso länger bleibt das schön.
So, dann gucken wir uns mal die Fernbedienung an. Da haben auch ganz viele nachgefragt, wie die neue Anker X Fernbedienung ist. Wir werden sie nachher anschließen. Ups. Und natürlich auch die Erstinstallation bzw. das erste in Betrieb nehmen, dokumentieren. So. Also bei der Fernbedienung muss ich echt mal sagen, großes Lob. Die sieht jetzt auf jeden Fall größer aus, liegt aber definitiv geiler in der Hand. Ach, ich werde da kein Unboxing machen, ich mache einfach ein Hardware-Video draus. Machen wir Unboxing, Hardware und alle denn eben. Dann haben wir hier oben so Riffeln. Ja, also die liegt wirklich gut, die liegt sehr gut in der Hand und die ist gar nicht so schwer. Und schöne große Tasten. Ich weiß, euch interessiert das eigentlich teilweise nicht so wirklich. Einige sagen auch, ach, man muss jetzt auch mit einem dicken Finger treffen. Und andere sagen, ach, kann ruhig kleine Zahlen sein. Ich finde das schön. Ja, schöne große Tasten. Die kriegst du selbst mit. Ja, hier oben. Seht ihr das? Die kriegt man selbst mit dicken Fingern super gedrückt. Die Abstände sind gut zwischen den Tasten. Finde ich sehr gut. So. Und hier haben wir dann noch ein HDMI-Kabel. Den brauche ich jetzt natürlich nicht. Eins habe ich gerade festgestellt. Ja, die Fernbedienung funkt auf dem gleichen, also nicht alles, aber teilweise, auf der gleichen Frequenz einige Sachen wie meine Lichterkette. Nicht alle Tasten, also ich kann hier nicht... Ah, hier unten ist aus. Okay. Also Videoformat ist aus. Da geht's aus. Das ist lustig. Aber das ist nicht nur hier bei der Anker X so, das geht mir bei... Nee, nicht Videoformat 0. Taste 0 ist bei mir aus. Das ist aber nicht nur bei der Anker X so. Warte mal, ich mach mal so... So, das ist nicht nur bei der Anker X so, das geht mir bei sehr, sehr vielen Geräten so, dass die Fernbedienungen untereinander ein bisschen rinfunken. Wo habe ich mein Handy eigentlich gelassen? Hier. Jetzt blinkt das. Null ist doch nicht aus. Okay, Google. LED-Wohnzimmer aus. Gerne, ich schalte die Lampe. So, jetzt ist er aus. Jetzt gucken wir uns aber nochmal den HDMI-Kabel von der Länge an. Ich brauche jetzt keinen benutzen, ich werde mir den wegpacken. Weil ich habe ja von der Anker X1 noch den HDMI-Kabel dran. Oder ich werde den mal gegen einen neuen austauschen. So, dann wird meine Anker X, die neue wird dann hier im Wohnzimmer sein. Im Schlafzimmer habe ich ja auch eine Anker X1 und die Anker X1, die jetzt im Wohnzimmer ist, die geht hoch zu meiner Frau, weil die hat noch keinen Receiver, da freut die sich. So, der ist... Ui. Wartet mal. Der ist wirklich lang. So, ich mache jetzt erstmal... Ich muss mal erstmal gucken. Weil viele fragen mal, ist der Kabel lang genug? Ja, ich weiß, ich sage der Kabel... Ich werde jetzt messen von hier unten, da wo der Kabel richtig anfängt. Ich weiß, ihr braucht mich nicht verbessern. Ich weiß, es heißt das Kabel. Ich sage trotzdem der Kabel. So. 100. Also ziemlich genau 142,5 cm reiner Kabel. Dann kommen natürlich noch die Stecker dazu. Ne? Muss man den noch umdrehen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das Menü jetzt aussehen wird. Das werden wir uns dann nachher im Video gleich angucken. Das sollte jetzt erstmal nur Unboxing Hardware sein, weil viele von euch ja gespannt sind, wie sieht die neue Fernbedienung aus, wie sieht die Box im Gesamten aus, was ist mit bei und alles drum und dran, das haben wir jetzt gemacht.
ein Anschlussvideo kommt natürlich auch, beziehungsweise erstes in Betrieb nehmen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das Menü aussehen wird und ob man jetzt vielleicht den Hintergrund sogar ändern kann. Also wie gesagt, die Anchor X ist mit, logischerweise mit bei. Diesmal ist die WLAN-Antenne hinten, da ist er richtig befestigt. Eine schöne große, die wird eine gute Reichweite haben. Eine neue Fernbedienung wird mit bei sein. Ja, also da steht unten Anchor X 2.0. Und die Tasten sind ein bisschen größer. Zweimal an und aus, einmal für TV und einmal für Power. Also wird der Receiver sein. Man kann auch den TV laut und leise machen. Da muss ich mal gucken, inwiefern das funktioniert, wenn ich HDMI CEC benutze, dass ich mit der Fernbedienung der Anchor X den Fernseher steuern kann und ich da den laut, leise Power wirklich nutzen kann. So, dann habt ihr wie gesagt ein HDMI-Kabel mit 142,5 cm Länge, also reine Kabellänge, dann kommen ja noch die Stecker dazu. Die sind... bis zum goldenen, ich sag mal jetzt ohne das goldene, ich sag mal mit dem goldenen, sind es, ich sag mal ohne goldene, 3,2 cm, sind es 6,4 cm, die ihr noch dazu rechnen könnt. Der ist mit bei. Und logischerweise ein Stromkabel ist mit bei. Dann ist auch eine Anleitung wieder mit bei. Ich werde auch versuchen, wieder wie bei der Anchor X 1, wenn Software-Updates kommen, rechtzeitig ein Video zu machen. Ey Leute, dann und dann kommt ein Update, das könnt ihr davon erwarten, das wird drin kommen, das wird verbessert und so. Da bin ich noch am gucken, ob ich es machen kann und inwiefern das funktioniert. Safety-Modul, aha. Ja, hier ist auch nochmal alles erklärt. Bilder sind ein bisschen dunkel, also ist aber alles Englisch, oder? Es kommt da auch noch was Deutsches? Nee, ist alles in Englisch. Also noch ist keine deutsche Anleitung mit bei, das ist eine englische. So, dann soll es das jetzt zur Anchor X 2.0 gewesen sein. Ich werde die mal hier schon auf den Tisch packen, die werden wir gleich noch das Anschlussvideo machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns gleich im Anschlussvideo bzw. erste Inbetriebnahme. Und ich bin schon gespannt, wie sie sich einstellen wird, wie das Menü ist. Ob Leute, die vorher die Anchor X 1.0 kennen, sich sehr schnell zurechtfinden werden. Oder ob es komplett was anderes ist, wo man sagt, man muss sich neu orientieren. Werden wir ja sehen. Ich bin mal da sehr, sehr gespannt. Aber ich bin positiver Dinge, dass das eigentlich relativ easy sein wird, weil die erste war auch schon kinderleicht in der Handhabung. Man hat alles sehr schnell wiedergefunden und mit den Updates haben sie auch die Menüs ein bisschen angepasst und verbessert und kamen Sachen dazu und das war richtig cool. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.